Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lutherisch und Theologisch. Christoph, du bist praktischer Theologe. Ich wüsste mal gern, was ist eigentlich eine gute Predigt? Dankeschön. Das ist eine Frage, die viele Leute stellen. Sowohl Leute, die predigen, als auch Leute, die Predigten hören. Und daran, dass viele Leute diese Frage stellen, kann man schon erkennen, dass die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und die Erwartungshaltungen sind auch sehr unterschiedlich, was Menschen sich von einer Predigt erhoffen. Ich denke, es gibt so ein paar Grundelemente, die eine gute Predigt haben sollte. Natürlich soll sie das Wort Gottes in unserer Zeit wieder laut werden lassen. Sie sollte in die Lebenswelten der Menschen hineinsprechen. Aber ob das am Ende gelingt und ob am Ende die Predigthörerinnen und Predigthörer sagen, das war jetzt wirklich eine gute Predigt, ich glaube, das kann man nicht unbedingt machen. Heißt das, es gibt eigentlich gar keine Hilfen, wie ich eine gute Predigt hinbekomme? Doch, das schon. Das üben wir ja auch hier an der Hochschule, dass es bestimmte Schritte gibt, dass man sich ordentlich mit dem biblischen Text auseinandersetzt, dass man lernt, auch zu lesen, was Menschen bewegt, Menschen umtreibt, dass das Ganze eine klare Struktur hat, dass man es verstehen kann, was in einer Predigt vorkommt. Das gehört alles mit dazu. Und doch ist es so ein bisschen wie bei einem Fest. Da kann ich unheimlich viel vorbereiten und gucken, dass der Tisch toll gedeckt ist, dass die Speisen wunderbar sind. Ob am Ende der Funken überspringt und alle tatsächlich auch begeistert sind und sagen, das ist ein tolles Fest gewesen, das ist etwas, das kann ich nicht machen. Und so ähnlich würde ich es bei der Predigt sehen und würde gerade darin, in diesem Überspringen des Funkens, doch auch das Wirken des Heiligen Geistes sehen. Also das ist ein Bild, was mir sofort einleuchtet. Die Predigt wie ein Fest, gut vorbereitet, aber gleichzeitig darauf angewiesen, dass eine Atmosphäre entsteht und bei der Predigt, dass der Heilige Geist wirkt. Beim Fest ist es ja oft so, das Fest ist so gut wie seine Gäste. Wie ist das denn bei der Predigt? Hängt das auch an den Hörern? Selbstverständlich. Die Predigthörer sind fast genauso beteiligt wie der Prediger an dem, was da als Kommunikationsgeschehen entsteht in der Predigt. Zum Beispiel, wenn ich die ganze Nacht durchgefeiert habe, kaum geschlafen habe und dann in der Kirche sitze und bei der Predigt zuhöre, werde ich wahrscheinlich relativ wenig davon haben. Aber auch sonst bringe ich ja meine ganze Lebensgeschichte, all das, was mich umtreibt und bewegt, mit und werde so ein bisschen zu jemandem, der an dem Predigtgeschehen mitbeteiligt ist. Von daher ist es tatsächlich etwas, was nicht nur der Prediger macht, sondern auch die Predigthörer. Wäre aber auch nochmal ein Thema für wann anders nochmal, weil das tatsächlich ganz spannend ist, wie die Dinge da zusammenspielen an der Stelle. Herzlichen Dank. Den letzten Impuls nehmen wir gleich ganz praktisch mit. Also, wenn Sie das nächste Mal Predigt hören, denken Sie daran, dass Sie vorher nicht zu lange feiern und Sie selber die Predigt als Hörer, Hörerin mitgestalten. Herzlichen Dank erstmal dir für den Impuls und herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.